Es war eine Partie, die mit Spannung erwartet wurde. Es ging um den zweiten Aufstiegsplatz in der Landesliga. Der Dornbirner Sportverein empfing zu Hause den SK Meiningen und die zahlreichen Besucher stellten sich auf eine tolle Partie ein. Die Hausherren waren dann mit einem Freistoß zum ersten Mal gefährlich. Schelling kommt zwar noch an den Ball, kann den aber nicht im Tor versenken. Nächste gute Chance gleich darauf, Eckball und der Kopfball von Hartmann, aber das Leder fliegt wieder über den Kasten. Die Gäste aus Meiningen spielten gut mit, kamen aber in der 11. Minute erst zur ersten guten Chance. Ecke Richtung erste Stange und der Kopfball und der Ball zappelt im Netz, das 0:1 für den SK Meiningen. Kurz darauf der nächste Versuch der Gäste, der Weitschuss allerdings ungefährlich. Die erste Halbzeit blieb dann zwar spannend und kampfbetont, Chancen blieben allerdings Mangelware. Die Hausherren hatten noch ein, zwei Gelegenheiten, aber es ging mit dem 0:1 in die Pause. Die zweite Halbzeit begann dann mit einer sehr guten Chance für Meiningen, der Ball rollt allerdings knapp am Tor vorbei. Dann schlug aber die Stunde des DSV. Zuerst ein guter Schussversuch aus der Distanz, Kalkan hatte dann eine Riesenmöglichkeit zum Ausgleich, gute Schussposition, aber noch rechtzeitig von der Meininger Abwehr eingegriffen. Dann war es wieder Hartmann, der es mit dem Schuss probierte, wieder gut angetragen, aber knapp am Tor vorbei. 5 Minuten später dann die nächste Offensivwelle der Dornbirner. Zuerst der Versuch eines Passes, Keeper Schurian aber gut zur Stelle. Beim nächsten Weitschuss war der Meininger Goalie dann wieder parat, er verhinderte den Ausgleich. Und selbes dann gleich darauf, wieder Kalkan mit der perfekten Schussposition, der Ball landet aber direkt in den Händen des Meininger Schlussmanns. Wie es aber im Fußball so schön heißt, wenn man die Chancen nicht nützt, bekommt man selbst die Tore. Meiningen dann also wieder im Spiel zurück, Aydin mit der Riesenmöglichkeit, aber er vergibt. Dann ein Eckball, der Pass an den 16er, Niederberger mit dem Schuss und das Leder zappelt nun im Netz, Jubel bei den Gästen, Schock beim DSV, das 0:2. Der eingewechselte Package hatte den Anschlusstreffer dann aber auf dem Fuß, er läuft alleine auf den Meininger Keeper zu, der Schuss reißt aber ab. Adrian Kessler hatte dann etwas Glück, beim Eckball der Dornbirner befördert er den Ball fast in den eigenen Kasten, kurz darauf wieder Niederberger mit der Riesenchance für die Gäste, er kommt vor dem Tor zum Abschluss, Dünser kann aber gut klären. Ein Funken Hoffnung war noch da für die Heimmannschaft, als dann aber in der Nachspielzeit Hagen noch auf 0:3 erhöhte, war alles entschieden. Der SK Meiningen feierte mit dem Sieg den Wiederaufstieg in die Vorarlbergliga, der Dornbirner SV natürlich am Boden zerstört. Ja, ich denke, es war ein super Spiel von einer super Kulisse, wir haben ein tolles Wörterkir, wir haben eine tolle Zuschauerkir, es war alles prima, leider hat es darüber sich der falsche gewonnen heute. Aber ansonsten war es prima. Wir sind im Bereich Werbemittel tätig. Das fängt auf ganz einfachen bedruckten Werbeplanen über, wie man da hinter mir sieht, Roll-Ups, da machen wir Fallzelte, wir haben aufblasbare Torbogen. Alles, was mit Firmenlogos bedruckt werden kann, das produzieren wir.